es freut mich sehr, dass bei diesem schönen Wetter, und ich weiß, dass es in Tirol zurzeit selten, so viele gekommen sind und sich interessieren für Europa, für die Europapolitik. Und ich werde nicht 1,5 Stunden reden, also das weiß ich selber aus Vorlesungen, das wird dann mühsam. Ich freue mich dann auch über eine Diskussion, Fragen und einen Austausch. Ganz kurz zu meiner Person. Sie kennen meinen Namen, Caroline Grasmann-Heinz. Das ist schon die erste Schwierigkeit im Europäischen Parlament. Bis jetzt hat es noch niemand geschafft, meinen Namen korrekt auszusprechen. Ich selber habe auch immer Probleme beim Unterschreiben, weil die Zeilen sind immer so kurz, dass sich das nie ausgeht. Also alles mit Kürzeln muss gemacht werden. Ja, ich komme aus Imst, bin 42 Jahre alt. Bin verheiratet, wohne eigentlich in Imst, aber seitdem ich im Europäischen Parlament bin, und das ist seit 9. Juli 2015, ich habe also jetzt dann mein einjähriges Jubiläum, bin ich die meiste Zeit in Brüssel. Und mein Mann findet es zurzeit noch sehr spannend, weil er mal oft hinterherreist, je nachdem, wo ich gerade unterwegs bin. Das kann in Wien sein, das kann in Lissabon oder sonst wo sein. Und er ist da sehr reisefreudig. Bei mir hat sich die Reisetätigkeit oder Freude schon ein bisschen gelegt. Bin auch begeisterte Reisende immer gewesen, aber das letzte Jahr war ziemlich turbulent. Nicht nur, dass ich mein halbes Leben am Flughafen verbringe und im Flieger, sondern dass ich schon so viele Situationen erlebt habe. Flüge wurden gecancelt, Flüge haben sich verspätet, Anschlussflüge habe ich nicht mehr geschafft. All das gehört zu meinem Arbeitsalltag, und darüber möchte ich Ihnen auch heute zuerst einmal ein bisschen berichten, dass man so aus der Praxis erfährt, wie es denn eigentlich so ist als europäische Abgeordnete. Und bevor ich mit diesen Einzelheiten anfange, aber noch ein wenig mehr, wie bin ich denn überhaupt ins Europäische Parlament gekommen? Ich habe damals bei den Europawahlen auf Platz 6 auf der Bundesliste kandidiert, und das war natürlich sehr weit vorne und war bei der SPÖ engagiert, aber hatte eigentlich so keine Funktion, habe sehr viele Ausbildungen im Renner-Institut in Wien gemacht, habe auch mit den Abgeordneten in Wien sehr viel Kontakt gehabt und dadurch einen Namen bekommen, und dann war ich auf diesem Wahlvorschlag. Hat mich sehr geehrt, und da habe ich mir gedacht, ja, okay, Platz 6, ich bin derzeit nicht bin politisch aktiv, aber in keiner Funktion. Mein eigentlicher Beruf war, Direktorin an einer Schule zu sein, bin 20 Jahre im pädagogischen Dienst gewesen, habe das auch sehr gerne gemacht und vermisse es immer noch, das muss ich auch dazu sagen. Also wenn ich an Schulen bin, habe ich immer das Gefühl, naja, wer weiß, ob es mich nicht wieder zurückbringt einmal, aber das kann man nie sagen. Auf jeden Fall war dann dieser Platz 6 ein ganz toller Platz, aber irgendwie auch ein undankbarer Platz, weil ich gewusst habe, naja, wir müssten die Europawahlen schon ganz gut schlagen in Österreich, dass 6 SPÖ-Abgeordnete dann auch im Parlament sind. Und wie es dann halt war, 2014 im Mai, es kamen 5 Abgeordnete rein und ich hatte diesen Platz 6 und da war halt leider nichts. Und in meinem Bekanntenkreis hat es dann geheißen, naja, jetzt hast du dich im Wahlkampf so eingesetzt, bist von Imst bis ins Burgenland gefahren, bist bei allen möglichen Podiumsdiskussionen dabei gewesen, eigentlich alles verpufft. Ich habe das nicht so gesehen, weil ich habe so viele Leute kennengelernt und mir hat es sehr gut gefallen, hier einmal so europäische Luft zu schnuppern und mich auch mit dem Abgeordneten mehr auszutauschen. Und meine Antwort war dann immer, naja, wer weiß, was sich in 5 Jahren tut bis 2019. Es kann sich viel verändern. Wir wissen ja, Politik ist ja immer sehr spannend und kann sich immer schnell verändern. Und so war es dann auch. Aber das habe ich mir überhaupt nicht vorgestellt, dass nach einem Jahr schon ein Anruf kam. Und wenn ich Ihnen das beschreibe, ich bin bei einer wichtigen Konferenz im SOS Kinderdorf gewesen, weil es war eben auch meine Schule, wir haben mit dem Kinderdorf zusammengearbeitet und es kam ein Anruf und ich denke mir, okay, Werner Faymann, okay, kann jetzt nicht, ich habe ein wichtiges Gespräch. Dann Ingo Meyer nach 5 Minuten, okay, kann jetzt nicht, habe ein wichtiges Gespräch. Dann dauert es nicht lang, Julia Hittaler. Da denke ich mir, was haben die heute alle, was ist denn da los? Habe mich entschuldigt, raus aus dem Raum, mache den ersten Rückruf und dann habe ich den Ingo angerufen und er sagt zu mir,
sitzt du? Dann sage ich, ja, wieso, was ist denn? Ja, du musst dich jetzt 2 Minuten hinsetzen. Dann sage ich, was ist denn los bitte? Caro, du bist jetzt in Brüssel. Wie Brüssel? Was Brüssel? Ja, du kommst nach Brüssel. Mein Herz war irgendwo da oben. Ich habe nichts mehr rausbekommen. Er hat gesagt, das ist aber noch inoffiziell, du weißt, also es wird, dann sage ich, wie ist denn das überhaupt passiert? Ja, also Jörg Leichtfried wird in die Steiermark zurückgehen. Hier haben sich ja durch die Wahlen eben auch neue Posten ergeben und so kommt er zurück oder will er zurück in die Steiermark und dieser Platz wird frei und du bist Platz 6. Und ich sage dann, ja, aber ich kann ja nicht, muss ich morgen, übermorgen, wann bin ich in Brüssel, oder? Ja, ja, das dauert alles schon noch und es wird eine Pressekonferenz geben, aber sei gefasst, die Presse wird sich bei dir gleich melden und überleg dir ein gutes Statement und so weiter. Da denke ich mir, ja, bumm, was soll ich denn jetzt machen? Bin zurück in meine Besprechung gegangen und der Kinderdorfleiter sagt zu mir nur, hast du jetzt gerade einen Lotto-Sechser gemacht oder was ist passiert? Dann sage ich, nein, es ist gar nichts passiert, es war nur ein wichtiger Anruf. Und so ist es dann eigentlich, das war im Juni 2015, Mitte Juni, war das klar, ich werde nach Brüssel gehen. Für mich war ganz angenehm, dass es Schulschluss war, damit ich alles in der Schule abschließen habe können und übergeben können. Bin aber schon sehr gespalten gewesen, die letzten Schulwochen zwischen Brüssel und Imst hin und her zu pendeln, obwohl ich offiziell immer Sonderurlaub nehmen musste, damit ich in Brüssel schon meine Mitarbeiter aussuchen konnte und meine Mitarbeiterinnen mich auch schon mit gewissen Leuten treffen, damit es 1:1 weitergeht und dass wir hier keinen Bruch haben. Es war dann so, dass ich am 9. Juli erst bestätigt wurde und es war auch eine lange Zeit, weil sich das alles, und da habe ich es gemerkt, nicht immer so, wie man sich das vorstellt, entwickelt. Da gibt es dann eine Unterschrift fehlt, ein Formular fehlt, hier fehlt der Stempel. Das Ganze muss noch einmal geschickt werden, weil irgendein formeller Fehler wieder passiert ist. Dann das Parlament, also bei uns der Club in Österreich, hat auch wieder eine Bestätigung schicken müssen. Dann die Doris Bures hat irgendwas unterzeichnen müssen. Also es war ein Hin und ein Her und niemand konnte mir wirklich sagen, wann ich definitiv Abgeordnete des Europäischen Parlaments bin. Aber alles ist gut gegangen. Am 9. Juli hat Martin Schulz alles bestätigt und ich wurde aufgenommen in das Europäische Parlament und hatte dann noch ein paar Tage vor der Sommerpause, mich einzuarbeiten und viele Unterlagen, viele Informationen mit in die Sommerpause zu nehmen. Und die Sommerpause war für mich dann wirklich das Einarbeiten, das sich mit den Themen bekannt machen, sich überlegen, kann ich in den Ausschüssen auch bleiben, wie es Jörg Leichtfried war. Und das ist internationaler Handel und Verkehrs- und Tourismusausschuss. Und man lernt dann die ersten Leute kennen, die natürlich mit einem tauschen wollen, auch das Büro tauschen wollen, auch Mitarbeiter abwerben. Also man muss auf einmal alles entscheiden und kennt sich ja noch nicht gut aus. Aber auch das ist, würde ich jetzt nach einem Jahr sagen, hat alles gut funktioniert, ist gut gelaufen und ich habe dann wirklich im Herbst gestartet und habe angefangen meine Tätigkeit und hatte den Vorteil, mich im Sommer eben schon auf die Themen vorzubereiten. Und wenn ich jetzt zurückdenke, was alles auf mich zugekommen ist, ich habe eine Vorstellung gehabt, ich habe mich vorbereitet, ich habe eine Wohnung in Brüssel gesucht, ich habe mein ganzes Privatleben geändert und trotzdem, nach einem Jahr sehe ich es schon als große Herausforderung, sein Leben beruflich so schnell und komplett zu ändern. Und aus heutiger Sicht kann ich Ihnen sagen, es ist das Beste, was mir passieren hat können. Ich finde meine Arbeit interessant, vielfältig. Ich hätte mir nicht gedacht, wie spannend es ist. Gerade die Sitzungen habe ich, wenn ich es mir angeschaut habe im Fernsehen oder per Livestream, habe mir gedacht, die interessieren sich ja teilweise gar nicht die Abgeordneten, was machen die ständig am Handy herumtippen oder manchmal sind die Plenumssitzungen leer, was ist denn hier los? Und man hat so einen Eindruck, das ist eigentlich gar nicht so viel Arbeit oder vielleicht nur ist man teilweise in Brüssel. Ich habe das ja auch nicht genau gewusst, dass mein Leben jetzt auch mehr oder weniger in Brüssel stattfindet. Und es ist das Beste, was mir passieren hat können, aus dem Grund auch, weil ich merke, wie ich in meiner Arbeit wachse, wie ich mich in den Themen einarbeiten kann
und wie ich mich auch einbringen kann. Und natürlich, zu meinem großen Glück, habe ich spannende Ausschüsse, internationaler Handel. Das ist ja gerade TTIP und CETA und TISA und auch andere Abkommen sehr spannend. Ich bin aber auch Vizepräsidentin von dem Parlamentarischen Ausschuss von Europa und Lateinamerika. Auch hier sehr spannend. Wir haben jetzt im Mai haben wir in Lissabon unsere Sitzung gehabt und das war sehr interessant, mit den lateinamerikanischen Staaten zusammenzuarbeiten und auch hier wieder auf Basis von Handelsabkommen Sitzungen zu haben. Und was mir hier ganz ein besonderes Anliegen ist, ist aber auch über Menschenrechte, über Menschenrechtsaktivisten, also dass man hier Menschenrechtsaktivisten schützt, aber auch über generelle Demokratie und, was ich auch sagen würde, das ganze Politische zu verfolgen in diesen Ländern, gerade Friedensprozesse in Kolumbien, das ist eine sehr spannende Sache, hier dabei sein zu können und sich einbringen zu können. Ich habe hier den Zivilausschuss, also Civil Society, und hier schauen wir einfach, dass die ganzen NGOs mehr Rechte bekommen, mehr Kontrollrechte bekommen, mehr in die politische Arbeit integriert werden, auch als Kontrollgruppen. Und das ist nicht so einfach. Und wenn ich hier über andere Länder spreche, weil ich auch in einer Delegation bin für Südostasien, also ASEAN-Länder und aber auch noch Südamerika, Mercosur, dann ist mir eines ganz wichtig, dass wir diese Länder nicht immer mit unserer europäischen Brille sehen. Weil alles, was wir machen, mit dem Finger auf diese Länder zu zeigen und zu sagen, alles, was wir hier in Österreich machen oder in Europa, das ist so toll, das funktioniert so toll und wir zeigen euch jetzt, wie es geht, das wäre der falsche Weg. Und was hier so gut funktioniert, ist, den Dialog zu finden und zusammenzuarbeiten, weil auch wir viel von diesen Ländern lernen können. Und wenn ich zurück an meine Reisetätigkeit denke, also seit 20 Jahren bin ich immer im Sommer, ich hatte ja viel Ferien als Lehrerin und Direktorin, bin ich im Sommer immer mit dem Rucksack und das tue ich auch jetzt noch. Also heuer wieder sind eine Reise nach Kuba geplant und meine größte Freude ist es, ein Land zu bereisen, wo ich nur den Flug hin und retour habe und die restliche Zeit wird spontan geplant, was sich ergibt und da habe ich diese Länder alle auch kennengelernt. Also ich war auf jedem Kontinent schon und habe mir wirklich von Australien bis Peru, Mexiko, ja, Thailand, die ganzen Vietnam, Myanmar, all diese Länder mit Rucksack angeschaut und habe eines festgestellt, man muss einfach die Sichtweise ändern. Es kann nicht sein, dass wir unsere Genauigkeit, Pünktlichkeit, Exaktheit immer so wichtig empfinden und nur das funktioniert. Wir müssen diese Länder mal aus einer anderen Perspektive sehen und das ist bei diesen Abkommen so wichtig, dass wir sie wertschätzen, dass wir ihnen wertschätzend begegnen, dass wir ihnen respektvoll begegnen und nicht das Gefühl ihnen geben, naja, also ihr seid unterentwickelt oder ihr habt zu wenig Demokratie, da muss man schon immer hinschauen, aber wie gesagt, man muss ihnen dabei helfen und helfen heißt nicht, schulmeisterisch mit dem Finger so zu zeigen und sagen, also ihr müsst jetzt alles sofort ändern, sondern sie schrittweise begleiten und da glaube ich auch, das Wort ist begleiten, dass diese Länder einen anderen Standard bekommen und aber auch einmal hinschauen, was gut funktioniert und was wirklich wichtig ist, damit das Land Verbesserungen bekommt. Das wollen sie auch, sonst kommen sie auch nicht zu uns. Und wir haben auch ganz viel Besuch, viele Delegationen aus Südamerika, aus Asien, die uns immer wieder berichten, was sie verbessert haben, welche Fortschritte sie gemacht haben. Und hier muss man auch die kleinen Dinge gelten lassen. Dass sich ein Land nicht von heute auf morgen in riesigen Schritten ändert, das wissen wir. Entwicklung passiert langsam. Aber das anzuerkennen, was gemacht wird. Und manchmal passiert es halt dann auch wieder, dass es Rückschritte gibt. Das ist auch normal bei Entwicklungsprozessen. Und da sind wir da, als Europäisches Parlament zu unterstützen und zu helfen. Es ist auch bei Wahlen so, dass wir
Leute zur Verfügung stellen, Abgeordnete, die Wahlen beaufsichtigen, damit es auch alles korrekt abläuft. Da bieten wir uns auch an. Und all das sind Dinge für diese globalisierte Welt. Und da komme ich dann auch schon zu dem Thema die Globalisierung. Es ist ein toller Begriff und jeder redet immer davon, wir werden noch globaler, wir werden auch mit unseren Handelsabkommen globaler, das sehen wir jetzt schon. Also es gibt ja nicht nur mit Amerika und Kanada, das sind jetzt die Abkommen, die zurzeit in aller Munde sind, die wichtigsten Abkommen, sondern es gibt mit Vietnam, mit Indonesien, Philippinen haben wir gerade gesprochen. Also Australien und Neuseeland ist das auch schon Thema. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie viele Abkommen es gibt zwischen Europa und anderen Ländern. Es sind halt die bilateralen Abkommen und von denen haben wir bis jetzt aber nicht viel gewusst. Man hat es eigentlich nicht wahrgenommen. Und seit jetzt TTIP Thema ist und CETA, da wird jetzt auf einmal über Handel gesprochen in aller Öffentlichkeit und das finde ich auch gut so. Zu den Abkommen komme ich ein bisschen später. Zuerst möchte ich Ihnen aber noch meinen Arbeitsalltag weiter erklären. Wir haben im Parlament eine Woche als regionale Woche fast im Monat. Ja, das sind dann die Tage, die ich in Tirol sein kann, weil es mir auch wichtig ist, bürgernah zu sein und nicht nur immer in Brüssel herum zu geistern, sondern auch wirklich und zu arbeiten, sondern auch in Tirol anwesend zu sein. Und da haben wir auch ein Büro. Mein Mitarbeiter, wo ist er denn? Der ist nicht mehr da. Der Benny Lentsch, der ist schon heimgegangen, das geht gar nicht. Wir haben ein Büro in Tirol und es ist sehr wichtig, weil er die ganzen Termine, die Koordination übernimmt, was mit Österreich und vor allem mit Tirol zusammenhängt. Das sind eben so Diskussionen, das sind aber auch Interviewtermine und andere Veranstaltungstermine, dass man hier präsent ist. In Wien habe ich natürlich auch viel zu tun und es ist immer ganz interessant, wenn ich in Wien bin beim Club oder anderen, also jetzt habe ich vor kurzem im Parlament gesprochen, dann heißt es immer, ja, ihr seid ja nie da, aber das Problem ist halt, dass wir uns leider nicht teilen oder dritteln können und man wird halt niemandem gerecht. Ah ja, der Benny ist jetzt gerade da hinten. Also wenn es mal Fragen gibt auf meiner Webseite, ist auch die Telefonnummer und die Adresse vom Büro. Benny ist immer gern bereit, dass er auch alles beantwortet und weiterhilft. Dann gibt es eine Ausschusswoche, es gibt aber auch eine Fraktionswoche, die finden in Brüssel statt. Und eine Woche ist dann immer die Plenarwoche, die ist in Straßburg. Also das ganze Parlament mehr oder weniger übersiedelt für eine Woche nach Straßburg. Sie haben sicherlich schon öfters gehört, dieses One-Single-Seat wäre für uns wichtig, weil das ganze Übersiedeln nach Straßburg kostet nicht nur viel Geld, sondern auch viel Zeit. Es werden ganze Boxen von Brüssel nach Straßburg transportiert mit den Unterlagen und die Mitarbeiter müssen auch nach Straßburg reisen und das Parlament in Straßburg ist die ersten Tage immer etwas kühl und kaum wäre es dann so ein bisschen wohnlich und auch von der Heizung her möglich, dass man sich wohlfühlt, muss man dann schon wieder nach Brüssel übersiedeln. Also diese Dinge sind sehr aufwendig und sind in Frage zu stellen, ob man sich nicht auf einen Sitz einigen könnte. Aber die Frage ist natürlich, ob Straßburg oder Brüssel. Und hier gibt es natürlich zwischen Frankreich und Belgien große Differenzen und große Diskussionen. Und ich glaube nicht, dass wir so schnell es schaffen werden, uns auf einen Sitz zu einigen. Aber das ist auch eine Beschwerlichkeit, dass halt alles dann in Straßburg, hier sind die großen Plenarsitzungen, hier sind alle 751 Abgeordneten, die Abstimmungen finden hier statt. Straßburg ist immer sehr beschäftigt, würde ich sagen, also man ist wirklich von 8, 9 Uhr in der Früh bis um 23 Uhr im Parlament. Und es glaubt auch niemand, wie lange die Tage sein können. Und man hat hier, man trifft die verschiedensten Leute, vernetzt sich, man trifft Botschafter, man trifft NGOs, wen auch immer, hat dann auch die ganzen Monitoring Groups oder andere Sitzungen zwischendurch. Manchmal kann es auch passieren, je nachdem, in welchen Ausschüssen man ist, dass man zwei oder drei Dinge gleichzeitig hätte. Man muss sich dann oft entscheiden, ist mir jetzt dieser Programmpunkt wichtig oder ein anderer oder man bleibt ein Teil bei der Sitzung und wechselt dann in eine andere Sitzung. Natürlich hat man auch, und das ist fein, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dann oft bei einer anderen Besprechung dabei sind und Protokoll führen, damit man weiß, was hier passiert ist, weil man nicht alles alleine machen kann.
Sonst ist eigentlich zu sagen, eben meine Zeit in Tirol ist dann, wenn es geht, das Wochenende. Hier sind natürlich auch Veranstaltungen oder so, wie es gestern zum Beispiel war, war ich in Wien die Matinee für den Dr. Fischer, der Abschied. Das sind wichtige Programmpunkte und Veranstaltungen, wo man präsent sein sollte. Und zum Beispiel als morgen fliege ich dann nach Brüssel und am Samstag bin ich dann wieder zum Bundesparteitag in Wien. Also hier sieht man, das Programm ist immer sehr straff und man hat es eigentlich immer so, dass man von einem Ort zum anderen reist und selten zu Hause ist. Aber das ist das Los. Und wenn alles funktioniert, dass die Flieger fliegen und dass kein Flug gecancelt wird, dann bin ich schon überglücklich, dann ist es für mich schon kein Problem mehr. Ja, das Vernetzen habe ich schon angesprochen. Es ist wichtig, dass man ganz viele Leute kennenlernt. Und am Anfang war es für mich so, ja, ein Haus mit 6.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Leuten, naja, das wird eher anonym sein, aber so ist es eigentlich bei uns im Parlament überhaupt nicht. Es ist so, dass wir sehr schnell, also dass ich sehr schnell Kontakt gehabt habe, nicht nur mit meinen Leuten von der S&D-Fraktion, sondern auch mit anderen Abgeordneten. Und das finde ich so spannend, dieses Europäische, dass man länderübergreifend sich zusammensetzt, aber auch fraktionsübergreifend, weil es doch wichtig ist, je nachdem, was für Themen anstehen, dass man die Mehrheit und Verbündete findet für Votes. Und hier ist es ganz interessant, dass man durch gute Kontakte auch Ergebnisse beeinflussen kann beim Abstimmen und dass man auch durch Kompromisse, und das ist auch wichtig, meine Devise ist halt immer, der Kern der Sache muss beibehalten sein, aber man muss manchmal auch sagen, ist es jetzt gut, dass wir das abstimmen und eine Abstimmung also positiv abläuft und zum Beispiel eine Resolution haben, oder wirklich ist es mir zu wenig, das kann ich nicht mehr verantworten, weil es ist der Kern der Sache nicht mehr drinnen, dann muss ich ablehnen. Aber man muss hier wirklich schauen, dass was weitergeht, und darum ist es auch in der europäischen Politik, 28 Mitgliedstaaten kann man sich vorstellen, nicht immer so einfach, dass man Mehrheiten für ein Ergebnis findet, weil auch die Staaten an sich teilweise sehr nationale Denkweisen haben, was ist für uns gut, was ist für uns weniger gut, und vor allem auch die Fraktionen. Aber was wir in Brüssel nicht haben, das ist auch ganz wichtig, wir haben keinen Clubzwang, das heißt, Entscheidungen kann ich persönlich treffen. Ich rede mich natürlich mit meiner Delegation ab. Wir sind 5 Abgeordnete S&D Österreich, und hier setzen wir uns immer wieder zusammen, besprechen die Themen, weil jeder andere Ausschüsse hat. Und ich kann auch nicht immer alles wissen, weil Sie können sich vorstellen, die Themen sind so breit gestreut. Und natürlich können wir 5 Abgeordneten nicht alle Ausschüsse von 20 besetzen. Das wäre gar nicht möglich. Aber wir schauen, dass wir die anderen immer informieren und in Gesprächen dann auch versuchen, Entscheidungen über das Abstimmungsverhalten zu treffen, weil wir doch einheitlich sein wollen. Aber manchmal passiert es schon, dass jemand sagt, na, da kann ich nicht mit und ich entscheide anders. Das ist auch legitim, das darf auch so sein. Was auch noch wichtig ist, sind die Besuchergruppen. Das ist auch eine Tätigkeit im Parlament, die ich sehr ernst nehme. Es ist ja möglich, dass man sich für anmeldet und nicht nur auf Besuch kommen darf, sondern auch eine Förderung bekommt. Und diese Besuchergruppen sind für mich sehr wertvoll, gerade aus dem Heimatland. Und ich schaue schon, dass es auch sehr viele Tiroler Gruppen sein können, weil man hier den Kontakt auch schafft. Und ich sage gerade durch die Schülerinnen und Schüler von Gymnasien, aber auch Studenten und Studentinnen, kann man den Kontakt schaffen, dass sie Europa kennenlernen. Und wer einmal in Brüssel war, im Parlament, der hat auch ganz eine andere Einstellung zu der Europapolitik. Es ist schon so, dass man hier sieht, wie gearbeitet wird, hier auch einmal eine Plenarsitzung besuchen darf, je nachdem, in welcher Woche man kommt, gibt es auch in Brüssel Mini-Plenum, das heißt ein kleines Plenum wie in Straßburg, das dauert aber nicht so lange, Mittwoch, Donnerstag, und wenn man das Glück hat, dann kann man das sich anschauen oder auch Ausschüsse besuchen, je nachdem, oder Fraktionssitzungen, und dann sieht man auch die Arbeitsweise der Parlamentarier, und man
trifft dann auch Abgeordnete. Das ist dann, glaube ich, auch spannend. Und die nehmen sich die Zeit und erklären und stellen sich vor. Und das ist auch wichtig, dass wir mehr Europanähe für die Bürgerinnen und Bürger haben, weil wenn man bei den Wahlen gesehen hat, also 2014, auch in Tirol, also wir sind nicht gerade von einer Wahlbeteiligung aus Euphorie geprägt gewesen. Es wäre doch das Interesse, wäre uns schon recht, wenn es da wäre, aber daran müssen wir arbeiten. Und ich finde schon, gerade mit diesen Besuchergruppen kann man hier vieles tun und kann man das auch forcieren. Es gibt auch die Möglichkeit bei mir, das wollte ich auch noch sagen, dass man ein Praktikum machen kann, 3 Monate bis ein halbes Jahr. Man kann sich bewerben, alles auf meiner Internetseite zu lesen, man muss ein bisschen Werbung machen, aber es ist ganz wichtig, finde ich, für junge Menschen, dass sie Erfahrung sammeln und wenn man sich dann den Lebenslauf ansieht, es macht sich halt schon gut, wenn man dann bei einem Abgeordneten oder bei einer Abgeordneten gearbeitet hat, ein Praktikum gemacht hat und ich unterstütze das auch immer sehr und wir haben zurzeit auch einen Tiroler Praktikanten oben und der macht seine Arbeit ganz hervorragend, unterstützt uns und er selber ist auch ganz glücklich, dass er die Möglichkeit bekommen hat, für ein halbes Jahr jetzt mal in Brüssel zu sein und ich denke schon, dass man diese Chance auch nutzen sollte, wenn man sie bekommt. Nur so als Tipp. Nun zu meinen Schwerpunkten, zu meinen Ausschüssen. Internationaler Handel, Verkehr und Tourismus. Wie wir schon besprochen haben, TTIP und CETA sind sicherlich zurzeit meine Hauptschwerpunkte oder vielleicht auch manchmal meine schlaflosen Nächte. Ich hätte es mir nie gedacht, dass ich manchmal einiges mitnehme und am Abend noch drüber nachdenken muss oder in der Nacht mich beschäftigt, weil es doch so spannend ist und weil es manchmal auch so ist, dass sich Dinge verändern und man dann am nächsten Tag Entscheidungen treffen muss und dann nicht unbedingt immer so ohne nachzudenken, am Abend einschlafen kann. Aber eben, es ist sehr spannend. Ich glaube, Sie wissen über die Freihandelsabkommen schon einiges, aber trotzdem geht es so, allgemein möchte ich darüber was sagen, weil es sich doch bei allen Freihandelsabkommen oder Handelsabkommen generell um bestimmte Themen dreht, die uns immer wichtig sind. Und generell ist ja zum Handel zu sagen, und da gehe ich auch von meiner Meinung als S&D-Abgeordnete einmal aus, dass wir Handel sehr unterstützen, weil das wird uns oft vorgeworfen, wenn wir sehr kritisch sind und viele rote Linien definieren. Aber generell ist uns Handel wichtig, aber er muss fair sein. Und dieses Fairsein ist für uns ganz besonders wichtig, weil wir immer sagen, es soll nicht die Großkonzerne und es soll nicht die großen Unternehmen gut gehen, sondern es muss wirklich den Bürgerinnen und Bürgern gut gehen. Und durch diese Abkommen soll sich eigentlich der Lebensstandard der Leute nicht verschlechtern. Das klingt jetzt eigentlich komisch, aber es ist so, es soll sich ja der Lebensstandard verbessern, weil wir wollen durch den Handel die Wirtschaft anregen. Wir wollen auch mehr Arbeitsplätze schaffen durch den Handel und all dies hat eigentlich ein Handelsabkommen als Voraussetzung. Nun ist es so, wenn man mit anderen Ländern Abkommen macht, ist die Frage, wie sind es Drittstaaten, sprich auch Entwicklungsländer, oder sind es gleichwertige Staaten, so wie wir es jetzt bei Kanada oder Amerika haben? Das ist natürlich ein großer Unterschied, weil ob ich jetzt mit Vietnam ein Abkommen mache oder mit Amerika, das ist schon ganz eine andere Vorgehensweise. Und was wir jetzt bei TTIP und CETA haben, was uns wichtig ist, ist eben, und was wir sagen, was vielleicht doch kritisch zu sehen ist, ist dieser Investorenschutz. Immer wieder wird es, und das wird auch von allen, die gegen TTIP sind oder auch CETA kritisieren, als erstes erwähnt der Investorenschutz, das was bedeutet, dass ausländische Unternehmen Sonderrechte haben. Dass es, so kann ich es schon sagen, eine Zweiklassengerichtsbarkeit gibt, weil diese ausländischen Unternehmen können dieses Investment Court System, so heißt es jetzt, nutzen, aber für inländische Unternehmen und für Bürgerinnen und Bürger steht dieser Investorenschutz nicht zur Verfügung. Und es ist ganz klar für uns, wenn wir Abkommen mit Amerika oder Kanada haben, das sind Länder mit
gleichwertigen Rechtssystemen wie bei uns, qualifizierten Rechtssystemen, denken wir, dass wir das nicht brauchen und dass alle eine gleiche Gerichtsbarkeit haben und dass es hier keine Sondergerichtsbarkeit für ausländische Unternehmen geben soll. Das nächste, wo wir auch kritisch sehen, ist die öffentliche Daseinsvorsorge, die geschützt werden muss. Wenn wir Wasser hernehmen, Pflege, Bildung, all das soll nicht liberalisiert werden dürfen. Da sind wir ganz fest der Meinung, das soll bei uns bleiben können, also ist nicht wettbewerbsfähig. Und hier sehen wir oft große Gefahren, dass hier Schlupflöcher in den Texten sind, dass es doch so kommen kann, dass man Teile liberalisieren darf. Und da wollen wir diese explizit aus diesen Abkommen überhaupt rausgenommen haben, diese öffentliche Daseinsvorsorge. Und es ist, das wollte ich Ihnen auch sagen, oft ganz schwierig bei den Texten, weil jedes Wort zählt. Und manchmal ist ein Wort stärker oder schwächer. Und hierfür haben wir auch Juristen und Experten, die immer wieder aufmerksam machen, naja, das ist jetzt so eine Formulierung, das ist nicht eindeutig. Und hier bin ich auch immer froh, wenn wir solche Abkommenstexte anschauen, dass wir Experten haben, die uns darauf aufmerksam machen. Es gibt aber auch von Seiten der Arbeiterkammer oder von ÖGB Experten, die sagen, hier und hier ist genau hinzuschauen, und wir versuchen, alle mit reinzunehmen und uns eine Meinung zu bilden und dann zu entscheiden. Das heißt nicht, dass ich jetzt für Arbeiterkammer und ÖGB alleine entscheide, also das ist immer meine Entscheidung, aber wichtig ist auch von anderen NGOs, Greenpeace und so weiter, ATTAC, bekommen wir Informationen und das schauen wir uns dann an und entscheiden dann. Manche Sachen sind uns sehr, sehr wichtig und da können wir dann sagen, das ist eine rote Linie, da können wir nicht nachgeben, da müssen wir hinschauen. Eben, die Wörter sind wichtig in den Texten und die öffentliche Daseinsvorsorge muss explizit ausgeschlossen werden. Was uns auch wichtig ist, ist, dass unsere Parlamente weiterhin Entscheidungsbefugnis haben. Was bedeutet, dass die Gesetze immer noch von den Parlamenten beschlossen werden und abgestimmt werden und dass es nicht diesen Regulierungsrat, der geplant ist, dass der mit Lobbyisten besetzt Gesetze beeinflussen kann. Das muss nicht direkt sein, sondern indirekt, dass sie einfach beraten und sagen, naja, bei diesem Umweltgesetz muss man aufpassen, weil es eben diese Investorenklagen geben kann. Wenn man das Gesetz verändert, dann hat der Investor einen Nachteil und deshalb kann er dann klagen. Und das soll nicht sein, dass es hier dann zu einer Verschlechterung der Entscheidungsbefugnis von Parlamenten kommt. Weiters ist uns auch wichtig, dass die ganzen Umweltstandards, die Lebensmittelstandards und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerstandards, dass die beibehalten werden. Und hier sehe ich oft auch eine große Gefahr. Wir haben die ILO-Kernarbeitsnormen, die sind wichtig für uns. Das sind internationale Arbeitskriterien, an die halten wir uns. Das ist von Kinderarbeit bis Kollektivverträge und Zwangsarbeit ist eben verboten. All diese Dinge beinhalten diese Kernarbeitsnormen und die haben einige Länder nicht ratifiziert oder nicht alle, nur einen Teil. Und das, was wir schon beanstanden, ist bei vielen Abkommen auch, dass es hier keine Sanktionen gibt, wenn man diese Kernarbeitsnormen nicht einhält. Und für ein Nachhaltigkeitskapitel wollen wir immer, dass es hier wirklich auch Sanktionen gibt. Weil es kann nicht sein, wer sich nicht dran hält, passiert dann nichts. Das wollen wir eben nicht. Und das sind eigentlich die Standardforderungen, die wir für diese Abkommen fordern und wo wir kritisch drauf hinschauen. Nun ist es so, CETA ist schon abgeschlossen, also die Verhandlungen sind seit 2014, im Herbst waren sie, glaube ich, vorbei, sind jetzt in der Übersetzung und werden jetzt dann eben der Rat soll den Beschluss fassen, dass sie dann eben ratifiziert werden. Und hier sehen wir große Gefahr, weil bei CETA wird sich nichts mehr ändern. Da können wir auch überhaupt keinen Einfluss mehr nehmen, außer wenn das zur Abstimmung ins Parlament kommt, Ja oder Nein zu sagen. Und das ist bei den Menschen oder bei den Bürgerinnen und Bürgern oft auch das Problem, dass sie meinen, naja, stoppt TTIP oder bei CETA, da müsst ihr das Parlament ist natürlich befugt, Ja oder Nein zu sagen. Aber während der Verhandlungen können wir wenig tun.
CETA ist sowieso hinter verschlossenen Türen, würde ich sagen, jetzt einmal verhandelt worden. Da haben wir nicht viel mitbekommen. Ich war auch noch gar nicht im Parlament, das muss ich auch zugeben. Aber so wie wir es andere auch erzählen, haben wir hier keine Texte, konsolidierten Texte, also die zwischen Amerika, Kanada und Europa ausverhandelt wurden, haben wir nichts gesehen. Wir haben das fertige Abkommen präsentiert bekommen. Das Einzige, was bei CETA noch ganz kurzfristig verändert wurde, weil die Kommissarin Malmström gemerkt hat, mit dem ISDS wird sie nicht weit kommen. Sie hat das ISDS, wird sie nicht weit kommen. Sie hat es in das Investment Court System. Das ist eben ein bisschen ein Investorenschutz-Light mit Berufungsinstanz und ein paar anderen kleinen Verbesserungen, das hat sie verändert, aber sonst ist eigentlich alles gleich geblieben, wo wir sagen, öffentliche Daseinsvorsorge zu wenig geschützt. Wir wissen auch nicht genau mit dem Regulierungsrat, wie das eben die Parlamente beeinflusst. Es wird für uns auch die Lebensmittelqualität, also da wissen wir auch nicht, ob das nicht beeinträchtigt wird, indirekt, aber auch Umweltstandards, all dieses greifen wir schon bei diesem Abkommen an und sagen, also wir sind uns da nicht ganz sicher, wie gut das ist. Und Stand heute ist, ich würde Nein stimmen, wenn sich nichts verändert, aber so wie es aussieht, wird es auch nicht noch einmal aufgemacht. Das hat Frau Malmström auch bei einem Gespräch, und da haben wir sehr persönlich miteinander gesprochen, das war ein Mittagessen, und sie hat gesagt, nein, also es wird nichts mehr verändert, das ist jetzt auf dem Tisch. Ich habe auch nachgefragt, ob es möglich ist, dass man vielleicht das Verhandlungsmandat noch einmal ändert, sprich das noch einmal alles neu macht und der Kommission ein anderes Mandat gibt, wo andere Forderungen drinnen stehen. Auch das ist nicht möglich. Sie wollen CETA jetzt abgestimmt haben. Und dieses Abkommen ist jetzt wirklich, das wird oft vergessen, weil man so oft oder so viel von TTIP hört, dieses Abkommen wird jetzt wirklich zur Ratifizierung kommen, wenn am 5. Juli ist jetzt eben, kommt der Rat, da treffen sich die Handelsminister und dann werden wir sehen, wie das dann weitergeht. Aber da ist sicherlich eine große Gefahr, dass wir dann im Parlament, ja Gefahr, die Möglichkeit, dass wir Ja oder Nein sagen müssen. Oder es verzögert sich auch, das kann auch passieren, je nachdem, wie das jetzt weitergeht. TTIP, das ist noch in den Verhandlungsrunden und TTIP ist meiner Meinung nach so, wie es die Verhandler derzeit wollen, zu Obama-Amtszeiten abzuschließen, das geht nicht, weil wir haben gerade von Greenpeace die Leaks bekommen, das war jetzt vor einem Monat ungefähr. Da sehen wir ganz klar, dass die Verhandlungspositionen zwischen Amerika und Europa so weit auseinander liegen, dass wir zurzeit sagen, wie soll das bis November gelingen, einen gemeinsamen Text zu finden und sich so zu besprechen und so zu verhandeln, dass jeder mit diesem Abkommen dann glücklich ist. Kann ich mir nicht vorstellen. Es ist so, dass gerade das Problem eben mit dem Marktzugang hier sehr groß ist. Also Amerika will in den europäischen Agrarbereich rein. Sie wollen ihre Produkte zu uns exportieren. Andererseits bieten sie an, dass wir gerade im Autosektor Autoteile dann nach Amerika exportieren können. Zurzeit ist eigentlich wenig Bewegung drinnen. Wir sind auch nicht sehr begeistert, wenn wir von Amerika, wir wissen, wir haben das Vorsorgeprinzip hier in Europa, Amerika hat das Risikoprinzip. Vorsorgeprinzip heißt, dass wir in Europa zuerst ein Produkt testen, schauen, ob es niemanden gefährdet oder schädigt und dann kommt es auf den Markt. Und in Amerika ist es so, das Produkt kommt auf den Markt und wenn dann eine Person schon geschädigt wurde oder einen Nachteil hat, dann erst wird es angeschaut und aus dem Markt wieder herausgenommen. Und da sehen wir einfach unsere Lebensmittelqualität gefährdet. Und wie soll man Vorsorgeprinzip und Risikoprinzip, wo soll man da auf einer Ebene sein? Entweder eben Amerika hält es dann also beim Risikoprinzip und wir beim Vorsorgeprinzip, aber man muss sich ja irgendwie bei einem Abkommen auch ausmachen, was geht. Das Chlorhuhn ist ja das typische Beispiel, das ist in bei vielen Diskussionen immer Diskussionspunkt. Es ist so, dass man
ganz klar sagen müsste, gentechnisch veränderte Lebensmittel wollen wir nicht. Man kann natürlich auch sagen, gibt es auch ein Argument, naja, wir geben das in die Regale, wir kennzeichnen das und der Konsument und die Konsumentin kann dann entscheiden, was sie nehmen will. Wenn das so wäre, muss man aber auch wieder überlegen, natürlich sind gentechnisch veränderte Lebensmittel billiger und letztendlich die Leute kaufen dann vielleicht auch das Billige und es kommt ein Preisdruck auf die Produzenten, vielleicht auch Kleinunternehmen, Mittelunternehmen, die qualitativ hochwertige Lebensmittel herstellen und irgendwann einmal diesen Preisdruck nicht mehr aushalten und sich überlegen müssen, ja, wie kann ich denn meine Lebensmittel noch verkaufen, weil ich habe zu wenig Verbraucherinnen und Verbraucher, die das auch kaufen. Und da sehen wir indirekt halt auch ein Problem, dass sich dann irgendwann einmal was an der Qualität der Lebensmittel bei uns ändern könnte. Und ich möchte auch sagen, wir gehen hier immer von Vermutungen aus, weil das ist auch so mit diesen Studien, es gibt ja immer widersprüchliche Studien. Also die eine Studie besagt, es werden mehr Arbeitsplätze werden, egal ob bei CETA oder bei TTIP, und es werden auch die Standards nicht verschlechtert sein und im Gegenteil. Und es gibt aber gleichzeitig auch Studien, die genau das Gegenteil beweisen und das sind genauso seriöse Studien. Also keiner weiß, wie es wirklich ist. Was wir wissen, wenn wir NAFTA anschauen, das Abkommen, das die Nordamerika mit Mexiko und mit Kanada hat, da haben wir Verschlechterungen gesehen, dass auch Arbeitsplätze leider nicht mehr wurden, sondern weniger. Und solche Vergleiche können wir machen und da sehen wir auch, dass nicht alles, was immer positiv vorausgesehen wurde, auch sich dann erfüllt hat, leider. Auf jeden Fall ist es so, dass bei TTIP und CETA genau hingeschaut werden muss, dass wir diese Abkommen für die Bürgerinnen und Bürger abschließen müssen und dass man auch wissen muss, das Parlament kann nur Ja oder Nein sagen, aber eine Möglichkeit, das habe ich jetzt noch vergessen, Ihnen zu sagen, gibt es schon. Wir haben bei TTIP eine Resolution beschlossen und eine abgestimmt im Parlament und das ist eben eine Entschließung, das ist nichts Verbindliches, also nichts Bindendes und nichts Legislatives, aber das ist eine Aufforderung an die Kommission, dass die Verhandlungen, so wie sie derzeit laufen, nicht im Sinne des Europäischen Parlaments sind. Weil wenn verhandelt wird, will ja die Kommission auch, dass irgendwann eine Mehrheit Ja zu dem Abkommen sagt. Und man hat hier ganz klar bei TTIP aufgezählt, was ein Minimum an Anforderungen beinhalten muss, damit man zustimmt. Nur möchte ich dazu sagen, das war letztes Jahr im Juni, das war genau am 8. Juli, weil am 9. bin ich ja dann am MEP gewesen. Ich habe nicht mitstimmen dürfen, ich war noch nicht in Amt und Würden. Es wurde im Juli abgestimmt, aber meine Kolleginnen und Kollegen aus der SPÖ-Delegation, die haben auch diese TTIP-Resolution nicht unterstützt, weil sie gesagt haben, es geht ihnen zu wenig weit. Diese ist zwar gut gemeint, aber dieses Minimum ist ihnen zu wenig und da können Sie sich vorstellen, man hat eh schon ganz unten angesetzt und trotzdem hat die Kommission bis jetzt eigentlich vieles in den Verhandlungen noch gar nicht ernst genommen oder mitgenommen auch an Ideen und wir wissen jetzt derzeit, sind noch viele Themen offen bei TTIP, also es gibt jetzt noch zwei Verhandlungsrunden im Juli und dann im Herbst und sensible Bereiche werden ganz am Schluss behandelt. Das ist auch das Problem bei TTIP, wo wir sagen, na, wie soll es jetzt noch bis November alles über die Bühne gehen? Und wir sehen nicht, dass viele Punkte ernst genommen wurden. Ein Punkt schon, und das ist die Transparenz. Die Transparenz hat sich verbessert. Es sind mehr Texte im Leseraum für die Abgeordneten stehen dort zur Verfügung, was bedeutet, früher hat man in die Texte nicht viel Einblick bekommen, weil es geheißen hat, naja, das sind ja Verhandlungen und in Verhandlungen kann man ja nichts preisgeben und das hat man auch beanstandet, weil man nicht genau wusste, was da in den Verhandlungen passiert. Wir werden zwar immer wieder nach jeder Verhandlungsrunde vom Chefverhandler informiert und müssen das halt glauben und annehmen, was er uns erzählen will oder erzählt. Und es gibt aber die Möglichkeit, dass man im Leseraum die konsolidierten Texte, wenn man sich vorher anmeldet, einen Teil
ausgesuchter Teil, dass man den lesen kann. Früher war es so, bevor wir das beanstandet haben, war es nur für die INTA-Ausschussmitglieder, also die im Ausschuss für internationalen Handel waren, die Abgeordneten möglich. Jetzt ist es für alle MEPs möglich. Und ich war jetzt schon ein paar Mal im Leseraum, bin auch nächste Woche wieder, weil es mich wirklich interessiert, was hier bei den Verhandlungen passiert, dass ich die Texte sehen kann. Man muss sich halt bestimmte Kapitel aussuchen. Mein letztes Kapitel hatte 400 Seiten und man hat 2 Stunden Zeit. Es ist alles auf Englisch, es ist natürlich ein sehr besonderes Englisch. Da muss ich auch sagen, da bräuchte man schon oft eine Beratung eben, wie ist es zu verstehen oder welche Fachausdrücke sind wie auf Deutsch zu übersetzen. Aber trotzdem, dass man den Eindruck bekommt, wie sehen die Texte zurzeit aus. Und wenn man sich gut vorbereitet, dann weiß man auch schon, um was es ungefähr in diesem Kapitel gehen wird. Aber 400 Seiten in 2 Stunden, also ich glaube, Sie sind im Lernen gut und im Lesen, aber es werden auch Sie nicht schaffen. Man hat halt einmal einen Überblick. Und dieser Leseraum ist deshalb so besonders, der war ja auch schon jetzt öfters in der Presse, weil er ja so mystisch wirkt. Und ich habe es mir selber nicht gedacht, dass das so ein Geheimnis ist, aber also man muss einen Termin ausmachen, das ist auch schon besonders, weil es sind ja viele Maps, die da eben im Leseraum einmal lesen wollen und dann ist das Problem, dass man eben nicht immer den Termin bekommt, wo man gerade Zeit hat. Und man muss dann vor dem Leseraum alles abgeben, also man geht wirklich ohne Handy, ohne Kugelschreiber ohne Papier rein, hat dann eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter, der einen in diesen Raum begleitet. Es wird ein Code eingegeben, es ist ein Raum ohne Fenster, ohne irgendwas. 2 Tresore stehen in diesem Raum, 2 Leselampen, 2 Tische. Dann wird ganz spannend das Dokument aus dem Tresor geholt und einem zur Verfügung gestellt. Man bekommt dann Papier zum Schreiben und einen Stift vom Parlament. Und hier ist auch ganz wichtig, auf dem Papier steht dann eben der Name schön, also so im Wasserzeichen drinnen von einem. Und man darf natürlich, das habe ich vergessen, vorher haben wir unterschreiben müssen, man darf nichts darüber sagen, was man liest, man darf es nicht veröffentlichen, man darf eben fotografieren, geht eh nicht, Handy ist ja nicht dabei, aber man darf eigentlich nur die Informationen für sich verwenden. Und dann hat man Zeit, das durchzulesen und nach 2 Stunden muss man dann alles wieder abgeben und es muss dann wieder ein Code eingegeben werden, dass man den Raum verlassen darf. Und das erste Mal war es für mich wirklich, ich habe jetzt nicht Platzangst oder was, aber trotzdem ist es ein komisches Gefühl, so eingesperrt zu sein, beobachtet zu werden und man hat es, ja, dann schaut man immer so, ist irgendwo eine Kamera oder was? Also es ist schon fast so ein James-Bond-Film eigentlich. Die nächsten Male waren dann immer mehr so spannend, weil es war dann eh schon Gewohnheit, dass man sich konzentriert auf das, was man liest. Aber es hat geheißen, wie es abgeändert wurde, dass alle Abgeordneten diese Dokumente, diese konsolidierten Texte sehen dürfen. Man wird auch schauen, dass es ein bisschen freundlicher gestaltet wird. Also so eine Grünpflanze oder ein Sofa. Aber ich habe bis jetzt nichts gefunden und der Raum ist sehr übersichtlich. Also es hat sich gar nichts verändert. Es ist nach wie vor sehr steril und man fühlt sich nicht unbedingt wohl, aber es wird sich wahrscheinlich, das dauert noch vielleicht nächstes Jahr oder so, dass sich da hingegen was ändert. Eben dieser Leseraum ist etwas sehr Mystisches und das ist auch das, was den Eindruck von Geheimniskrämerei und was haben Sie denn zu verbergen, was wir Ihnen ankreiden, den Verhandlern? Und ich verstehe das Argument, natürlich kann man nicht alles preisgeben in Verhandlungen, aber wir wollen informiert werden und wir Politiker haben schon das Recht, dass wir wissen, wie die Verhandlungen stehen und das fordern wir auch ein. Und das ist das, was wir jetzt einmal geschafft haben und da hat auch Cecilia Malmström einiges dazu beigetragen, dass wir hier die Möglichkeit haben, besser informiert zu werden. Ja, die Verhandlungen bei TTIP, schauen wir, wie es weitergeht. Ich glaube nicht, dass dass TTIP abgeschlossen wird. Und wenn das nicht bis November der Fall ist, dann wird es lange dauern mit der neuen Regierung in Amerika. Wir haben gerade zuerst diskutiert, wenn Trump an die Macht kommt, was wir ja, glaube ich, alle nicht hoffen wollen, dann wird das sowieso nichts mit einem TTIP und dann muss man schauen, wie man weiter verhandelt. Und wichtig ist uns immer ein Abkommen, das wirklich Sinn macht, ein Abkommen, das für die Bürgerinnen und Bürger ein
Vorteil ist, auch für die Klein- und Mittelunternehmen, das ist uns auch wichtig. Und man kann hier sagen, es sind immer Argumente, da heißt es, naja, wir müssen schon schauen, dass wir die Standards für den globalen Weltmarkt setzen, weil sonst sind wir an letzter Stelle oder können nicht mehr die Standards mitbestimmen. Aber mir ist schon wichtig, dass die Standards und dass die Dinge wirklich gut sind, und so halbherzige Sachen finde ich nicht in Ordnung, schon gar nicht bei so wichtigen Abkommen. Und ich glaube auch, wenn man ein Abkommen hat, das wirklich alle wichtigen Punkte drinnen hat, die wir auch fordern, dann kann man das für andere Handelsabkommen auch übernehmen. Weil das ist auch ein Thema, was wir zurzeit in unserem Ausschuss angehen. Wie sieht es denn mit allen Abkommen aus? Es kann doch nicht jedes Abkommen dann wieder neu verhandelt werden, also sprich neue Kriterien erfunden werden oder gefunden werden. Es muss doch so sein, dass man mal sagt, wir stellen uns Handel so und so vor und diese Punkte müssen drinnen sein. Dann würde man sich auch viele Verhandlungsrunden ersparen und hätte eine klare Linie, und das sollte jetzt schon der Fall sein. Es haben sich die Handelsabkommen auch verändert. Sie sind umfassender geworden, es sind viel mehr Kapitel rein. Also da geht es nicht nur mehr um Handelshemmnisse abbauen und um Quoten und um Zölle, sondern da geht es um viel mehr. Eben, da sind die Dienstleistungen drinnen, da sind der Datenschutz ist auch involviert, ganz wichtig. Da sind eben auch die ganze öffentliche Daseinsvorsorge ist drinnen. Und da muss man schon genau hinschauen, und deshalb brauchen wir gute Abkommen. Ja, was möchte ich Ihnen noch erzählen? Ich muss mal auf die Uhr schauen, es ist 5:07. Wenn ich jetzt noch im Dran-Ausschuss ganz kurz, also Verkehr und Tourismus ist ein für mich auch ein wichtiger Ausschuss, gerade für Tirol. Verkehr und Tourismus spielt eine große Rolle. Und hier ist vor allem das Thema Sozialdumping. Also wir sind jetzt gerade dabei, immer wieder unsere sozialen Themen in den Verkehrsbereich einzubringen. Auf die wurde halt oft vergessen. Ich war letzte Woche bei einer Diskussion in Wien von der Arbeiterkammer aus, Fair Transport in Europa. Und hier merkt man schon, wie unterschiedlich die Gesetze auf nationaler Ebene sind, eben wenn es um Löhne geht, wenn es um Kollektivverträge geht, wenn es aber auch um Sicherheitsstandards geht. Und egal, ob jetzt im vierten Eisenbahnpaket, was eine technische und eine politische Säule hat, die technische, die ist für uns okay, aber die politische ist uns schon wichtig, dass wir hier Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerschutz drinnen haben, dass wir soziale Standards auch drinnen haben. Das muss gewährleistet sein, und das kommt immer mehr im Verkehrsbereich. Und da finde ich auch ganz wichtig, dass wir immer wieder intervenieren, dass das in diesen Handelspaketen, in diesen Verkehrspaketen auch drinnen sein muss. Wir wollten auch ein Beispiel im Verkehrsausschuss eine Resolution für ein Sozialpaket im Verkehrsbereich bestimmen, und es ist uns aber nicht gelungen, die Mehrheit dafür zu finden, dass wir diese Resolution verabschieden können, weil es geheißen hat von der konservativen Seite, naja, was hat denn der Verkehr mit dem Sozialen zu tun? Das soll eigentlich lieber der Sozial- und Beschäftigungsausschuss machen. Und hier werden oft die Verantwortlichkeiten bei den Ausschüssen hin und her geschoben, damit man sich ja nicht um das bemühen muss. Und es ist klar, dass manche Ausschüsse die Themen doppelt haben, also dass was Handel betrifft, betrifft auch den Sozial- und Beschäftigungsausschuss, weil es natürlich um die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geht. Und da dürfen wir uns ja nicht aus der Verantwortung nehmen. Und das ist jetzt auch im Verkehrsbereich ganz wichtig, gerade wenn wir jetzt hernehmen auf der Straße oder auch beim ÖBB die Lenker- und Ruhezeiten, die Ausbildungen von Lokführern ist uns auch wichtig. Es gibt keine einheitliche Ausbildung in Europa. All diese Dinge sind wichtig, weil man will ja auch sicher auf der Straße sein, man will sicher auf der Schiene sein. Und was wir auch forcieren, ist natürlich auch, dass der ganze Straßenverkehr mehr auf die Schiene kommt. Ich meine, das kann man nicht eins zu eins rüberbringen, aber dass wir Projekte wie Brenner Basistunnel mit unterstützen und dass man schaut, dass
die Straße entlastet wird, weil der Umweltgedanke auch eine Rolle spielt, weil auch die Sicherheit eine Rolle spielt und weil es wichtig ist, hier ganz viel für die Zukunft auch zu tun. Da gibt es das Weißbuch im Verkehr und da ist es auch ganz klar drinnen, was wir bis 2050 auch für Ziele haben. Ob wir die erreichen werden, ist was anderes, aber man muss dranbleiben, dass man auch hier in die Zukunft schaut und auch Innovationen, die Umwelt schützen, unterstützt und dass man die einbringt. Im Tourismusbereich ist uns auch wichtig, dass wir hier genau hinschauen. Wir haben immer wieder diese Saisonsabhängigkeit in entlegeren Regionen, dass man schaut, dass Menschen nicht abwandern aus diesen Gebieten, alle in die Stadt ziehen. Da haben wir ein großes Problem in der Stadt, weil wir kaum mehr Wohnungen und soziales Wohnen uns leisten können, weil die Menschen immer noch mehr in die Ballungsräume wollen. Also schauen, dass wir in entlegenen Regionen Infrastruktur schaffen, Möglichkeiten schaffen, dass die Leute das ganze Jahr wohnen können, dass sie auch hier vielleicht andere Betriebe aufbauen können, nicht nur vom Tourismus abhängig sind. Auch diese Projekte unterstützt man und das ist auch ganz interessant. Da gibt es eben diesen Aktionsplan von EUSALP, diese Alpenraumstrategie, wo wir auch wieder schauen, dass Gelder eingesetzt werden für gute Projekte, für Innovationen und für entlegene Regionen im Alpenraum und hier Fördermittel zur Verfügung gestellt werden. Alles in allem habe ich Ihnen jetzt einen Überblick gegeben und ich könnte wahrscheinlich noch 2 Stunden oder 3 Stunden weiterreden, aber das soll ja nicht Sinn der Sache sein. Wenn Sie jetzt Fragen an mich haben, bitte gerne, bin ich bereit und ich hoffe, ich kann sie beantworten und ich bin schon sehr gespannt, was Sie interessiert. Dankeschön. Ja.